Hast du Toilettenpapier gefunden? Hallo? Wieder mal keine Antwort. Guck mal, der Raum hat sich geändert. Kann ich weitergehen? Ist da irgendwas? Ich versuche es so, kommt auch ein 3D-Modell, ist da irgendwas? Nein. Dann muss ich wohl zurückgehen, schade. Die Tür ist nun auf. Oh, habe ich mich geirrt, schade. Der Schrank ist an der Tür und es geht dort nach Narnia. Ich fühle unglaubliche Kräfte. Okay. Hier sind die also alle. Oh, guck mal, die Kinderchen. Das hat ja süßen. Warum ist der Körper nach all den Jahren nicht verfallen? Da hat sich jemand wegen der Wechsel eine ganze Mauer hingebaut, sie gefliest und verfallen lassen. Wie ist Klo hier drin? Na, gute Frau. Auch jetzt hab ich bestimmt, wenn ich gegenlaufe. Nicht anstupsen. Nö. Ah, da hilft nur eins wieder mal. Viel lesen. Ich fange da an. Lass mich denjenigen, der mich findet, die Schmerzen einer Mutter fühlen, die ihr Kind verloren hat. Ich versuche jeden, der mir nicht helfen konnte, und ich werde nicht nur gehen, ich bin zurück. Okay. Ich bin dafür. Hm, was er gemeint hatte, dass er zurückkehrt? Hm, mysteriös. Ich konnte nicht genau übersetzen, was er gesagt hat. Das war zu schnell. Hier sind Dokumente von 1958. Darüber war ich auch Buchführer über den Quatsch. Alexei, über den Maria sprach, wiederholte zu ihr, dass er nicht länger praktizierte. Und dass die Geräusche auf meinen Kopfhörer sehr dröhnen. Und dass er mit ihr ablehnte, mit ihr zu arbeiten. Denn, das war die Frage. Wie übersetzt man das? Denn was sollte die Frage einfach nur, glaube ich. Und. Und wer war das, mit dem sie sagte, sie sehe. Jakovic, sprechen. Da ist irgendwas anderes. Die Todeszertifikate von ihrem Sohn Ivan. Er starb im Herbst von 1950. Scheinbar konnte sie es nicht ertragen und wurde wahnsinnig. Sie wollte ihm so schrecklich dolle retten. Und hat ihren. Mir halt in der Realität verloren. Arme Frau. Das Todeszertifikat. Ich kann es nicht lesen. Nun ist sie gegangen. Na gut. Es gibt keinen Ausweg. Schade. Fällt sich so ein. Es geht bestimmt nach oben. Naja, fällt doch nicht. Ich werde Knochenmehl sammeln. Aber ich befürchte, mein Inventar ist voll. So, suche ich nur an sie was ab. Nach verdächtigen Fliesen. Kann ich irgendwas. Ah. Ich kann was mitnehmen.
bin bald zurück, Errungenschaft. Ich habe einen lustigen Ritualdolch gefunden. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Kann ich die Dame losschneiden? Es ist unhöflich, sie da hängen zu lassen. Ohne ein anständiges Begräbnis, meine ich. Ich liebe euch allen. Ich will euch alle beerdigen. Ich bin der Graveyard Keeper. Nur um mal zufällige Namen droppen zu lassen. Ah. Okay. Ich kann also auch auf und zu machen hier, wenn ich muss. Es knirscht zu viel. Ah. Guck mal, der Weg nach draußen ist offen. Danke. Hat mir weggeräumt, der lustige Kapuzenmann. Ich gehe dann mal. Lalalala. Ich gehe ganz unauffällig. Ich bin dann mal schnell weg. Guten Tag, ich gehe. Oh, ich bekomme einen Schreck. Ich mache jetzt mal die Tür auf und lunge kurz hinaus. Da lädt es 3 Wochen später. Rückkehr ins Camp. Hier bin ich also, ja. Hier habe ich unglaubliche Sachen erreicht. Ich habe eine großen, tolle Videos aufgenommen. Aber normale Sachen sind es an jeder Universität. Die Kurse, die sich jeder eintragen möchte. Das ist super. Guck, da ist Bendy Bunny. Und ich schüttel dir mal dein Pfötchen. Ne, Süßer? Das ist eine hübsche Puppe. Ich mag dich. Ich habe kein Haar, wenn ich zu Hause sitze. Das ist doch ein Zettel. Los dann wieder sauber. Das ist schön. La la la. La 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 la. La la la. Sollte jetzt Jakob herausholen. Hier, Jakob, ich habe eine E-Mail für dich. Ich habe sie gefaxt und ausgedruckt. Ups. Hallo, Jakob. Du brauchst nicht länger Angst haben, dass du hier für irgendwas beschuldigt wirst, ne? Was, irgendwas, was du nicht getan hast. Wir haben sich uns einmal alles gekümmert. Ich habe niemanden, was du erzählt hast, und erzählst du hier wohnst oder von deinen Freunden. Beschütze diesen Ort weiter, denn es ist dein rechtmäßiges Zuhause. Dein Freund Alex Morton. Ich bin froh, dass ich diese Forschung betrieben habe und diese einzigartig und interessant. Ich habe es geschafft, dieses mysteriöse Dings von dem Jahr zu lösen und Jakob geholfen, Frieden und Freiheit zu finden. Du kannst das mal lesen in meinem Blog. Hab ich gesagt, ja, wir haben geraten. Aber wir müssen weitergehen. Ich werde weiter diesen Platz voranschreiten und seine schreckliche Geschichte über die Hexen weiterleben tun. Und es wird ein ungewöhnlicher Fall werden, ich werde dir davon später erzählen. Ja. Oh, das war's. Amica Games. Was ist das? Jetzt dann weiter 3D-Modelle. Und diesen Menschen. Andere Entertainment Marketplace zum Beispiel. Ja. Yeah. Das war ganz nett. Ich werde mal dem edlen Menschen, der mir sagte, dass ich dieses Spiel spielen soll, sagen, dass ich gespielt habe. Wo ist denn der gute? Lalala. Das ist ja Ding aus Resident Evil 2. Summer of 85. Loading. Ein paar Tage später. Oh, geht's weiter?
Fortsetzung. Von Tag zu Tag. Das Spiel ist eine eigene Fortsetzung. Hör mal. Oh, es geht nach dem Ende weiter. Ich bin überrascht. Also Sekunde, Sekunde. Keine Eile. Gut. Dann, wenn wir schon mal da sind, dann nehmen wir sofort unsere Kamera. Batterie ist leer. Ich hatte auf die Person zu warten, von der ich dieses Haus gekauft habe, aber nach seiner Ankunft, ein paar Tage später, lief irgendwas schief. Dieser Ort ist, wirkte harmlos. Ich bin hier gefangen. Ich weiß, I don't think so, wo man Fußfelder wird. Ich glaube nicht, dass mir diese seltsame Frau aus Russland gefolgt ist. Ist das Haus hier ein Treffpunkt für Leute, für sie? Was ist, wenn mir die Geister gefolgt sind? Vielleicht. Vielleicht habe ich deswegen nicht mehr diese Nogobeuten gefunden. Ne? Ich habe es auf mysteriöse Weise geschafft, dem verlassenen Waisenhaus zu entkommen. Aber ich bin nicht so sicher, ob ich wirklich frei bin. Wir müssen es versuchen, da rauszugehen und diesen Typen warnen, dass es gefährlich ist, hier draußen zu bleiben. Okay. Wieso habe ich diese lauschigen Ketten hier liegen tun? Ach so, das ist, um mich für meinen Schlafwandeln abzuhalten. Ich verstehe. Das ist nichts Ungewöhnliches, ich lebe auch so. Ah, ich habe vergessen, Fido zu füttern. Entschuldigung. Ah, guck mal, das Messer wieder. Das greife ich mir. Natürlich nicht. Mit das Flüstern? Das ist der Backseat Gamer. Dann gehen wir da mal raus. Oder auch nicht. Ja, dann gehe ich wieder runter. Ah. Ich habe eine freundliche Mitforderung gefunden, wie es aussieht. Noch tot, aber man kann es schmeißen, ne? Hm. It's dangerous to go alone, takes this. Kann ich jetzt den Dolch mitnehmen? Ey, selbst wenn er gegen Geister nichts bringt, ne? Ich würde mich tatsächlich besser fühlen, einfach nur irgendwas in der Hand zu haben. Das sind viele Schlösser hier im Haus. Das sind so 20 Dinger, die ganze Tür runter. Muss man erstmal nach und nach aufmachen. Guten Tag. Ich glaube, das aussieht immer so Schleifstein. Die machen gerade ihre Hackebeile klar, weil sie meine Nieren wollen. Zumindest denke ich mir das. Das wäre jetzt für mich das Logische. Ah. Guten Tag, schöne Frau. Wird fortgesetzt. Oh. Ja, okay. Das war jetzt Summer of 85. Würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin jetzt erstmal Feierabend. Zumindest auf YouTube. Auf Stream weiß ich, auf Twitch weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Danke, danke, danke. War ein leckeres Spiel. War seine 1,80 wert. Okay. Ja. Dann vielen Dank fürs Zusehen.